Hallo, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Pharma-Drama. Ich glaube, das Gespräch mit dem Herrn Reitmeier, das ist auch für die Tonne. Hätte ich auch hier können mit einem Strauch reden. Oder mit so einem Halm vielleicht hier. Aber ich bin mal gespannt. Ich fahre nachher mal gucken. Ach, jetzt habe ich dir nicht gesagt, dass mein Auto weg ist. Dann kriegt ihr ihn auf die Reihe heute. Ach, da ist er ja. Das war doch der Freddy. Egal. Das kriegst du eh nicht auf die Reihe, das zu suchen, wenn er ja an der Spielbank sitzt. Am Tisch. Im Termin. Aber ich werde nachher mal gucken fahren. Ob die Boller noch da sind. Und wenn ich den Fahrer dann treffe, frage ich den mal, wie der das denn macht mit seiner Milch. Zum Gleichen. Jetzt rufe ich erstmal den Doktor an. Und dann sehen wir mal weiter. Den Herrn Viehdoktor. Ja, der Doktor hier. Jo, servus. Ja, moin. Herr Lana, haben die schon angefangen, bei mir Tiere wegzufahren? Nee, Gut, dann unterlassen wir das ja. Weil erstens wusste der Reitmeier schon Bescheid, obwohl er wieder irgendwo in der Spielbank sitzt. Und zweitens, die Milch, die jetzt gegeben haben, die kann ich ja angeblich irgendwann wieder verkaufen. Ich weiß noch nicht, wann die Molkerei wieder geöffnet hat für mich. Ja. Aber ich werde mich noch erkundigen, wie manch andere das denn machen. Okay. Ne? Also Also die soll ich nicht mehr vorbeikommen. Aktion Viehverkauf ist erledigt. Die zwei Kühe, die sie ja weggebracht haben, da habe ich immer noch kein Geld für bekommen. Naja, die sind ja auch nicht mehr für die Wurst verwertbar und sowas. Da wollte Schlachter sowieso nichts für kriegen. Die Der wurde ja waren direkt weggebracht. top fit waren die. Nein, die waren definitiv nicht mehr fit. Natürlich. Nein, Die haben definitiv nicht. willkürlich ausgesucht aus meinem Bestand und haben die einfach aufgeladen. Nein, nein, die Halbtote da an der Ecke, die haben wir aufgeladen. Da war keine Und die Halbtote. eine, die gelahmt hatte, der bestark. Da war weder eine gelahmt noch eine halbtot. Egal, aber sie haben immer irgendwas bekommen dafür. Auf jeden Fall, die sagten, bevor sich die Wurst damit verderben, die können sie wohl schlachten, aber halt mehr Dann nicht. wurde es immer noch Tierfutter. Nein, auch nicht mehr. Sowas darf man nicht mehr machen. Naja. Dann eben nicht. Aber Genau. egal. Der Rest bleibt dann so, wie es ist. Alles klar, habe ich mehr Zeit für mich gedacht. Genau. Und außerdem weiß ich von der Schwartregelung nichts, wie die Schwart hier liegen soll. Wegen der Windrichtung. Das ist ja mal der größte Blödsinn, den ich bis jetzt gehört habe. Ich schwarte die so, die Schwart. Wie ich das am besten für mich am besten finde, ob das jetzt in der Verordnung anders oder so ist, interessiert mich einen feuchten Kehricht. Und wenn das irgendjemand nicht passen sollte im Ort, dann kann er ja so einen kleinen Rechen holen, ein Handrechen, und rechnen das alles um, wie er es gerne hätte. Ne? Okay? Ja, Gut. mir ist das egal. Ich habe gerade aktuell keine Schwarte hier hinzulegen. Sie haben sich beschwert beim Herrn Reitmeier, dass ich die Schwart nicht so hinlege, wie das in der Schwartverordnung angeblich drinsteht. Und zwar nicht von der die Längsseite entlang, sondern die Querseite entlang, wegen dem Wind oder so ein Käse. Ja, des Windes nicht, des effektiveren Arbeiten. Das Aber gut, aber effektive ist ja. Arbeiten habe ich gelernt, immer der lange Weg wird die Schwart hingelegt, nicht die kürze. Und der Herr Ja. Reitmeier erzählt mir genau das Gegenteil. Steht angeblich in der Hinterkaifecker Schwartverordnung. Das kann durchaus sein. Ich glaube, ich habe da immer bis jetzt Glück gehabt, dass ich nicht erwischt worden bin. Naja, auf jeden Fall werde ich die Schwart weiterhin so hinlegen, wie ich denke, dass sie hingelegt werden sollte. Ganz Ja einfach. gut. Wie Ne? gesagt, ich will ihn nicht weiter stören, ich muss weitermachen. Ja, vielen Dank für die Zeit. Ja, und Alles tschüss. klar, tschüss. So ein Schmarrn. Müssen hier unbedingt andere Seiten aufziehen. Da krieg ich mal die Krätze bei. Wie viel Scheiß erzählen hier? Dürfen uns einfach nichts mehr bieten lassen hier. Ganz einfach.
ich dran denken gleich. Ich jetzt hier fertig habe. Da fahren wir mal durchs Dorf spazieren. So viel ich weiß, hat der Lana ja auch Kühe. Da müsste seine Milch ja auch irgendwann dann abgeben. Oder der hat gar keine mehr, kann doch sein. Dass er sie verkauft hat. Aber nur, dass er die nur verkauft hat, für mir ins Bein zu pissen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber man weiß es nicht, was hier alles unter einer Decke steckt. Wer weiß, wer weiß. Eieieiei. Ah, da kommen wir. Da können wir mal fragen. Eieiei. Ja, das kommt vor. Die müssen ja da drinnen direkt in den Staub reinrennen, Herr Pfarrer. Wohin kann ich dienen? Guten Tag, Herr Müller. Servus, Frau Meier. Servus. Das ist Staub. Boah, ist das mal richtig. Rapsstaub. Ja, warum ist der so Raps? Ja. Also, warum ist der so gelb? Rapsstaub, Raps- genau. Pollen mit drin noch, wa? Ja. Junge. Womit kann ich dienen? Bei uns mal da vorne, Herr Müller. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Neuer Traktor oder was? Ja. Jo, wir haben unsere alten Schleudern haben wir weggetan. Aha. War einmal ordentlich ausgemistet und jetzt haben wir so ein paar kräftige an Bord. Den Steier haben wir. Was ist das, ein Maxum oder was? Was ist das andere? Maxum oder was ist das? Ja, kann wohl nicht. Ja. Aha. Schön. Steyr hat auch eine neue Maschine drin. Okay. Bin jetzt ein bisschen was weg, würde ich sagen. Perfekt. Meine Frage, Sie Hätten haben da auch... Sie ja Spende übrig für uns? Was? Irgendwie sind wir pleite. Ob Sie ja Spende übrig haben? Bestimmt, haben ja. Geld, ja. Ich habe zum Beispiel... Nee, ich habe eine andere Frage. Sie haben da auch Milchkühe, oder? Ja. Ja. Wann haben die denn zuletzt Milch weggebracht? Gestern. Wo bringen Sie sie aktuell hin? Ja, da stehen Pömpel. Ich weiß nicht, was da los ist. Warum? Genau, und jetzt Moment. Kommt meine Frage, die Quizfrage. Ist abgesperrt. Warum ist meine Moment. Milch schlecht heute Vormittag gewesen und Ihre nicht? Quizfrage. Warum ist das so? Weil wir sie gestern weggebracht haben. Ja, meine, die im Tank ist, die im Tanker ist, die war angeblich schlecht und die jetzt drin ist, soll auch schlecht sein. Das da ist funktioniert ja, die Kühlung nicht. Natürlich funktioniert die. Die ist auf 4 Grad plus. Einwandfrei. Sollst du zum Eisklumpen machen oder was? Nee, die stimmt das die Anzeige nicht. Nein, die Spinne haben mir erzählt, dass die Kühlung nicht, dass die Milch nicht haltbar wäre, wenn da immer so ein Rührwerk drin wäre. Da wird die Milch zu Käse werden oder so ein Quark. Okay. Absoluter Blödsinn. Hm. Und wenn das so weitergeht, dann bin ich leider gezwungen, meine Tiere zu verkaufen. Weil es macht ja keinen Sinn, dass ich Kühe füttere. Und Zeit und Geld reinsteck und dann meine Milch in den Gulli kipp. Dann mach doch, keine Alles Ahnung, Schweine oder Hühner oder... Ich habe weder einen Stall für Schweine, ich habe weder einen Stall für ja, Hühner habe ich ja. Das macht doch keinen Sinn. Paar Hühner dahin zu stellen, das ist doch blöd. Wir müssen uns einen Schweinestall bauen. Ja, der kostet ja auch gar nichts. Hühnermast oder so. Vor allen Dingen habe ich dafür auch viel Geld übrig im Moment. Nein, das geht auch nicht. Es muss doch machbar sein, dass hier Milch verkauft wird. Das ist die einzige Einnahmequelle, die ein Milchbauer eigentlich haben sollte, oder? Vielleicht haben sie eine Wartungsarbeit. Sonst müsst ihr dir Fleischkühe holen und vertickst die an einen Schlachter. Dann habe ich aber schönes Minusgeschäft gemacht. Warum? Ja, weil du nie das Geld zurückkriegst von dem Viehhändler, das wie... Ja. Oder gibt es hier einen ortsansässigen Schlachter, wo man hinfahren kann? Dann machst du gleich dich, ach nee, dann verkaufst du dir ja selber, es ist auch dumm. Richtig, deine das Schlacht, macht gar keinen Sinn. Schlachterei müsste halt noch, müsste man dann gucken, notfalls im Nachbardorf oder sowas. Genau, aber ich muss ja über einen Viehhändler exportieren und der bezahlt viel zu wenig.
Sei denn, Schuster bauen eine eigene Schlachterei hier. Ja, das wäre noch, genau. Da wäre ich genauso über den Tisch gezogen. Ist eigentlich auch egal. Gut, irgendwas ist ja immer. Ja, nee, genau, richtig. So sehe ich das auch. Nee, das macht alles keinen Sinn. Aber freut mich, dass Sie gut im Geschäft sitzen mit Ihrem neuen Traktor. Das ist ja schon mal etwas wunderhübsch. Ja, also wenn wir mal was für dich machen oder wenn du die mal fahren möchtest, kannst du das natürlich gern mal tun. Ne? Ich hätte wahnsinnig, aber ich habe leider keine Zeit dafür. Haben Sie schon mal was von der Spartverordnung gehört hier in Hinterkaifeck? Von der was? Eine Spartverordnung. Was soll denn das sein? Nö, das reicht mir schon. Mehr wollte ich gar nicht hören, das reicht schon. Weil die mir Breite wurde gesagt, es gibt eine. Ach ja? Ja. Was steht da drin? Das müssen meine Polizisten fragen. Also ich habe es nicht verstanden, aber könnte meinen Herr Reitmeier fragen, wenn er aus dem Spiellokal irgendwann wieder auftaucht. Okay, hockst du schon wieder im Spiellokal? Genau. Da schon mal was von gehört? Nö. Dann sind wir ja auf dem Laufenden. Aber gehen wir jetzt mal was ordnen, Thorsten. Weil irgendwie aber sag mal, heute schaut mit dem Geld nicht so gut aus. Richtig. Ist heute wieder ruhiger, oder? Bis jetzt habe ich noch nichts. Seit dem Mittagessen habe ich nichts gehört. Nein. Noch keine allein fahrende Traktoren Nein. oder so. Nein, bis jetzt nicht. Obwohl ich es heute eigentlich brauchen könnte. Aber sag mal, Müller. Ja. Bist du mutig? Nee. Ja, schade. Warum? Ja, sonst hätten wir mal auf dem Hof drüben mal so eine Lost Place Tour machen können. Das macht man ja nachts mit Taschenlampen. Ja. Wissen Sie, was mich mal interessieren würde? Oder hast du Sheet in den Büchsen? Nee, wissen Sie, was mich mal interessieren würde? Warum hier jeder beharrlich darauf plädiert, dass hier kein Geist rumschwirrt und niemand ihn hört und sieht? Und das würde mich mal interessieren. Warum ich den sehe? Ich meine, wenn ich alleine jetzt derjenige wäre, der ihn sieht, wir haben sogar schon mit ihm gesprochen, dann würde ich das ja verstehen, wenn ich alleine das wäre. Aber der Jungbauer, der Olli, die haben auch mit ihm geredet, die haben auch mit ihm gesehen. Und nur ihr sieht ihn nicht, komischerweise. Das würde mich mal interessieren, wo da der Frosch begraben liegt. Müller, das ist schon Dinge, seltsam. Die man nicht gibt Dinge, die sind nicht erklärbar. Die wirst du nicht verstehen. Ja, das habe ich schon gemerkt. Das wundert mich nur, warum das so ist. Das ist das Problem. Das wundert mich. Fernfahrer, danke für dein Abo. Vielen Dank. Wir können uns ja mal, wie jetzt, verkaufst du auf dem Feld Abos? Glaub, ja. Bei dir. Könnt ihr auch noch ein paar machen. Könnt ihr machen hier. Zeitungsabo nochmal. Ja. Wir brauchen aber keines. Ne, brauchen wir keins, ne. Nee. Hast du das Ding mit den nackerten Mädels da? Hast du das auch im Abo? Nein. Das ist Schweinkram. Sowas führe ich nicht. Und ich sollte sie auch nicht in Verführung. Es hat sie doch schon genug in Verführung geführt, Herr Pfarrer. Eigentlich müssten sie schon was gelernt haben daraus. Führe mich nicht in Versuchung. Schon was gehört davon mal? Nee, nee. Das heißt, ich untersuche mich nicht in der Ja, genau. Das ist. Denn das? Ich denke mal, die haben dir nicht richtig zugehört damals. Das untersuche mich nicht in der Unterführung oder so. Nee, suche mich nicht in der Unterführung, so heißt das. Besuche mich nicht in der Unterführung, genau. Und erst recht nicht unter allen anderen Decken. Bettdecken. So die Richtung. Ja, aber. Nee, das ist die Idee mit ihrem Führung. Wir machen mal so eine Tour. So richtig schön aber, in den Stock und dann kannst du dich fürchten. Hey. Es wäre vielleicht schick, wenn man mehr wüsste darüber, über den gewissen Hof. Und? Es wäre schön, wenn wir alle aus dem Dorf dahin bekommen würden. Wenn ich daran denke, was der Reitmeier für einen Zirkus gemacht hat, wie damals mein Chevy, der übrigens schon wieder verschwunden ist. Habt ihr den gesehen vielleicht? Ne? Nee. Wie der damals verschwunden ist, was der einen Aufstand gemacht hat. Und der Dieter genauso. Für bloß nicht dahin zu gehen, auf den Hof. Da muss doch irgendwas faul sein. Das würde mich mal interessieren, was da los ist. Naja, es ist... Der Hof ist verschrien als Spukhof. Es spukt dort. Da ist eine ganze Familie ums Leben gekommen. Ja, das ist aber es nie spukt. Wirklich, so. Es ist aber, nie wirklich aufgeklärt worden. Und aber Herr Pfarrer, wenn es doch spukt dann und ortsansässige Bürger sagen, dass hier ein Geist rumschwört, dann muss man doch irgendwas eins mal zusammenzählen. Aber der Reitmeier sagt, na, gibt's nicht, bla bla bla, haben wir nicht, kriegen wir nicht mal rein. Und ist ausverkauft. Das ist das, was mich ärgert.
Das ist das Problem. Naja, solange wie man das meidet, passiert ja auch im Ort nichts. Jetzt, wo du wieder mit anfängst, geht dieser Zirkus wieder los. Ja, aber dafür kann ich aber nichts. Das ist das Problem. Ja, doch. Nein. Nein, nein. Aber meine wieder lieben, alles von vorne an. Meine lieben Freunde, ja, das klären wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo während Räumchen. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt TeamSpeak vorbei. Die Nummer steht in der Videobeschreibung. Bis dann, haut rein. Tschüss.